Über 120 TeilnehmerInnen, 5 Workshops, 2 Impulsvorträge, ein Thema: Kinderschutz. Bereits das zweite Mal lädt der Berliner Turn- und Freizeitsportbund zur Kinderschutzsportkonferenz. Eine Angelegenheit, die kaum wichtiger sein könnte. Wenn wir als Verband oder als Verein nicht für die Kinder einen sicheren Raum darstellen können, um Sport auszuüben, dann können wir gar keinen Sport ausüben. Und insofern fängt eigentlich, so wie es mit den kleinen Kindern bei der Bewegung im Sport anfängt, fängt der Kinderschutz im Prinzip bei jedem Verein, bei jedem Verband muss das an allererster Stelle stehen, aus unserer Sicht, und deshalb ist uns das so wichtig. Der altehrwürdige Bärensaal im alten Stadthaus ist gut gefüllt an diesem Wochenende. Bereits nach den kurzen Grußworten geht es rein in den ersten Impulsvortrag. Sozialpädagogin Sabine Bresche spricht über psychische Gewalt im Sport und wie man diese verhindern kann. Neben einem hohen Maß an Selbstreflexion sei es besonders wichtig, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen und die Kinder selbst zu Wort kommen zu lassen. Wir denken immer, wir wissen, wie es Kindern und Jugendlichen geht. Und es ist so schade, dass wir uns die Gelegenheit nehmen, Kinder selber danach zu fragen. Und die haben tolle Vorstellungen. Die haben auch tolle Lösungen. Und manchmal brauchen sie überhaupt die Zeit und sozusagen ja auch die Ansprache, damit sie merken, ich darf meine Ideen hier überhaupt vorbringen. Das Interesse könnte nicht größer sein. Egal ob Frage oder Anmerkung, hier werden alle Wortbeiträge gehört. In 5 Workshops können sich die Teilnehmenden zu weiteren Themengebieten wie interkulturelle Konflikte oder Schutzmaßnahmen für betroffene Personen informieren, bevor es gemeinsam mit der Talkrunde Sportvereine, eine große Ressource für den Zusammenhalt, weitergeht. Der Diskussion mit RepräsentantInnen aus Sport und Politik wird interessiert gelauscht. Die Resonanz ist sehr groß, das Thema wird sehr gut angenommen, es ist wichtig und man hört es an den Rückfragen, die Menschen sind interessiert in den Zwischengesprächen, das Thema ist hier einfach präsent und wichtig für die Anwesenden. Sich die Hand reichen, aufeinander zugehen, auch das ist Sport. Die Aufführung Gib mir die Hand, reiche sie mir des TuS Hellersdorf und des 1. VfL Fortuna Marzahn leitet den Vortrag über Diskriminierungsfreiheit von Professor Lorenz Narkoleng ein. Da gerade Diversität eine immer größere Rolle im Sport spielt und spielen wird, sei es besonders wichtig, aktive Strukturen des Diskriminierungsschutzes und der Prävention zu schaffen. Was wichtig ist bei Diskriminierungsschutz, ist, dass man klare Kante zeigt, Dinge und Probleme klar anspricht. Dass man eine vergebende Aufarbeitung sucht. Alle Menschen machen Fehler und häufig, wenn Menschen diskriminieren, machen sie es nicht, weil sie böse sind oder weil sie Rassisten sind, sondern einfach, weil sie einen Fehler gemacht haben. Und es geht um eine dialoghafte, vergebende Aufarbeitung. Und auch wenn das Thema Kinderschutz ein sehr ernstes ist, darf auch der Spaß an der Sache nicht fehlen. Die überwältigende Resonanz zeigt, dass die Kinderschutz-Sportkonferenz von allen Teilnehmenden positiv aufgenommen wird. Bereits jetzt beschäftigt sich der BTFB mit der Planung fürs nächste Jahr. Es soll sich etablieren, dass wir jährlich eine Kinderschutz-Sportkonferenz durchführen und wir freuen uns schon auf die nächste 2025. 8 Stunden voller Inhalt, unzählige neue Impulse. Die Kinderschutz-Sportkonferenz 2024 geht zu Ende. Das Thema Kinderschutz bleibt. Für einen weiterhin starken Kinder- und Jugendschutz im Verband und bei allen Mitgliedern.